TikTok hält sich seit Monaten als beliebteste App im Play und App Store. Trotz Skandalen über die Zensur politischer Inhalte scrollen weiterhin täglich Millionen Jugendliche auf der ganzen Welt durch den endlosen Feed an Videos. Denn die Plattform dient fast ausschließlich der Unterhaltung. TikToks Alleinstellungsmerkmal ist die lizenzfreie Einbindung von populärer Musik. Ob Tanz oder Lip-Sync. Gemeinsam mit diversen Bearbeitungsmöglichkeiten werden die Kreativität und das Bewusstsein für audiovisuelle Medien gefördert. Die kostenfreie auditive Unterlegung der Videos ist die Ursache für den Hype um TikTok. Und die Struktur der App nutzt das gezielt aus. Die andere Sache mit TikTok. Wie schon erwähnt, gibt die Musik den Ton an. Mehrere tausend Songs befinden sich in der Musikbibliothek, warten darauf, mit Bildmaterial ergänzt zu werden. Die Wichtung auditiver und visueller Wahrnehmung gleicht sich aus. Der Inhalt wird, bis auf wenige Formate, gänzlich visuell vermittelt oder nur vom Sound begleitet. Letzterer dient dafür der Aufmerksamkeitsbindung. Von der Musik steht nämlich nur ein Teil, in den AGB sind 30 Sekunden festgelegt, zur Verfügung. Meist der Refrain oder ein anderer, einprägsamer Part. Wenn wir also durch die App swipen, wiederholen sich die gerade angesagten Samples immer wieder. Eine Dauerschleife, die sich ins Gehirn brennt und ewig im Gedächtnis hängen bleibt. Kurz Ohrwurm. Das Sample wird schon an den ersten Tönen eines Clips erkannt und wenn wir eine Sache anfangen, haben wir das Bedürfnis, sie zu beenden. Doch die Videos werden in einer Endlosschleife abgespielt, also hören wir es uns noch einmal an, oder zweimal oder dreimal. Auch, dass der Weg zum nächsten Clip so kurz ist, nur ein schnelles Wischen nach oben erleichtert das Verweilen auf der For You-Page. Auf der Suche nach Lustigem, Beeindruckendem, Unterhaltendem lassen sich Stunden investieren, denn die Beiträge variieren in ihrer Komplexität und ihrem Inhalt. Der Content besteht aus Challenges, Lip-Syncs, Memes, Nachstellungen, Tanz, Talent, Sketchen, Narrativen, Ästhetik, Meinungen, Vlogs, Tutorials, POVs, Cosplays, Duetten, Loops und vielen weiteren. Alles Unterkategorien des Mediums Film, vertreten in allen Qualitätsstufen. TikTok bietet eine gewaltige Auswahl an Videobearbeitungsmethoden und kreativen Möglichkeiten der visuellen Gestaltung, die sonst auf mobilen Endgeräten nur selten zu finden sind. Und das kostenlos. Dadurch wird das Medium Film großflächig an eine junge Generation herangebracht, die sich damit identifiziert und gemeinsam lernt. Auch wenn die Anfänge, wie bei jedem anderen Hobby, etwas holprig, unbeholfen sind, kann sich daraus schnell eine Leidenschaft zu professionellem Video-Editing entwickeln. Und wenn ein Video dann erstmal Aufmerksamkeit erlangt hat, dauert es nicht lange, bis es sich auf der gesamten Plattform verbreitet. Dazu verwendet TikTok ein bisher einzigartiges System, welches das Urheberrecht nicht nur umgeht, sondern gleich mehrere Features anzeigt, die Videos gezielt zu verwenden und zu editieren. In den AGB ist die systematische Verbreitung des Contents erlaubt. Außerdem können die Videos mühelos exportiert und auf zahlreichen anderen Plattformen geteilt werden. Mit Wasserzeichen und Account, einfach wieder auffindbar. Um viral zu gehen, bringt es also wenig, eine stabile Community aufzubauen. Die meisten Accounts auf der For You-Page haben nur wenige tausend FollowerInnen. Dafür ein Vielfaches an Aufrufen bei einigen wenigen Clips. Da sich die Reichweite meistens auf ein Video bezieht, ist es für Kreative wesentlich lukrativer, sich auf einfachen Content zu beruhen. Quantität über Qualität zu stellen. Der einmal erhaltene Ruhm hält nicht lange an. Zwar kann der Clip noch Tage und Wochen später auf der For You-Page kursieren, nur die Zahlen werden nicht so stark wachsen wie zur Zeit des Hypes. Und dann entsteht ein Drang nach mehr. Um die einmal erhaltene Aufmerksamkeit zu vermehren, zumindest zu erhalten, werden Wege gefunden, sie zu automatisieren. Mehrtägige Prozesse, künstlerische Aktivitäten, episodische Auflistungen oder Erzählungen und, was überall wirkt, anzügliche Inhalte. Doch wenn sich Minderjährige sexuell konnotiert auf der Plattform bloßstellen, um einem Trend anzugehören und in seinem Rahmen Interaktionen zu generieren, dann hat die Plattform ein gewaltiges Problem mit ihrem Content. Zu einem dieser Trends gehören E-Girls. Make-up, bunte Haare und Fetischelemente lassen die Personen gleichzeitig jünger und älter aussehen, als sie sind. Doch mehr zu diesem Trend im Video von Simplicissimus. Im Gegenzug zu anderen Plattformen bleiben Clips auf TikTok nur kurz im Gedächtnis und verschwinden nach ein paar Swipes in den Tiefen der Plattform. Natürlich immer noch auffindbar und für alle sichtbar, doch aus den kurzzeitgetrimmten Gedächtnissen entfernt. Sie sind ein Produkt ultrakurzer Aufmerksamkeitsspannen, in denen ein hyperdetaillierter Look und perfekt geübte Mimik und Gestik in wenigsten Sekunden Coolness vermitteln müssen. Und auch Sexappeal und auch eine Prise Sarkasmus und Selbstironie. Simplicissimus' Aussage trifft nicht nur auf die E-Girls zu.
Viele Produzierende nutzen momentane Perfektion in den flüchtigen Videos, um ein kontrolliertes Bild ihrer gestellten Realität zu vermitteln. Also ist TikTok auch nicht anders als gewöhnliche soziale Netzwerke? Teilweise. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die sich den Trends entziehen. Videos machen, die nicht dem Mainstream entsprechen oder mit dem Medium und den Formaten experimentieren. Doch diese Accounts machen nur einen kleinen Teil aus und gehen häufig in der Masse unter, da sich nur wenige Konsumierende Zeit nehmen, ein Video bewusst wahrzunehmen und nicht direkt weiter zu swipen. Es wird wenig Aufwand in ein Video investiert, dieses gefällt durch geringen Anspruch und gibt positives Feedback, Bestätigung zurück. Und so steigert sich der Inhalt auf eine nicht zu untertreffende Komplexität, verknüpft mit der Erfüllung tiefster Bedürfnisse, die von gegenseitiger Antriebslosigkeit gestützt werden. Eine gefährliche Mischung, die unreflektiert auf die gesamte Generation der Digital Natives einstrahlt.